Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind heute wieder im GTA Online. Und wir sind wieder in unserer Dokumentenfälscherei, die dem Partyblinks gehört. Und ihr seht unsere Mitarbeiter fleißig am Arbeiten. Oh ja. Wir haben Produkte im Wert von 54.250, die wir jetzt gleich zu zweit abliefern werden. Ab und zu sieht man hier so, das ist auch witzig, sieht man hier auf einem Greenscreen, sieht man dann irgendwelche Leute, die sich fotografieren lassen. Wollen wir denn hier oben in Blaine County ausliefern oder in Los Santos? In Los Santos werden aus 54.250 81.375. Machen wir unten in Los Santos. Okay, versuchen wir es mal. Bestätigen. So. Oh, los geht's. Ne. Oh, zwei Helikopter. Das ist gut. Nein, es sind drei Helikopter. Nicht dein Ernst. Es sind drei Helikopter. Ja, es sind 15 Lieferungen. 15 oh, Lieferungen nee. Heißen drei Helikopter. Oh nee. Müssen wir Lack haben. Ja, ich geb halt Gas, ne? So viel wie geht. Ja. Ach, ich hasse das mit den. Ich dachte, das wäre eine gute Mission für zwei Helikopter oder so. Ja. So, wo muss ich als erstes hin? Wo ist denn da? Gut, dass man aber Teilerlöse kriegt für teils ausgelieferte Frachten. Ja. Weil hier steht ein anderer Spieler fast direkt nebenan. Mhm. Und da, wo ich hin will, ist ein fliegendes Auto in der Nähe. Na super. Was heißt da, wo ich hin will? Direkt vor unter mir. Ich hoffe, wir müssen nicht landen oder so, ey. Nein, wir müssen nur abwerfen. Abwerfen tust du wie? Rechte Pfeiltaste. Wie es auf dem Controller ist, keine Ahnung. Voll. So, Nummer 1 abgeliefert. Ich habe eine extrem lange Strecke, Alter. Das ist echt unnormal. Ich gestern auch. Der AMCOR-TV und ich werden auch heute, oh, oder besser gesagt morgen, ordentlich vorproduzieren, ne? Ja. Damit ihr auch genug zum Gucken habt. Ja, heute ist der Sonntag, an dem um 12 Uhr, da kann der Yannick ganz viel dazu sagen, ja. Eine spezielle... Aus meiner Kindheit und aus seiner Kindheit plus mit dazu jetzt auch, was er sehr gerne guckt, ja, ein Riesen-Event wieder. Das guckt doch mittlerweile fast jeder und es ist halt geil. Und es also hat halt es Spaß wird auf gemacht. Jeden Fall in Deutschland immer populärer. Ja. Es war eine Zeit lang sehr verrufen. Es geht um Wrestling. Und es wird tatsächlich in Deutschland immer populärer, was ich gut finde.
Und ja, heute Nacht kommt WWEs Elimination Chamber oder wie es in Deutschland heißt, WWEs No Escape, weil Elimination Chamber laut Meinung von WWE Deutschland zu sehr an die NS-Zeit erinnert, von wegen Todeskammer, bla und so. Ja. Dabei bin ich der Meinung, es ist natürlich schlimm, aber man kann es auch übertreiben. Ja. Für mich ist es WWEs Elimination Chamber und die Pre-Show fängt halt heute Nacht um 0 Uhr an. Und da der Kater nächste Woche Urlaub hat, werden wir heute Nacht ein bisschen während Wrestling kommt aufnehmen. Damit ihr auch ordentlich was zu gucken habt, wa? Jawohl. So, letzte mit diesem Helikopter. Ich hab noch zwei. Ich bin leer. Dann hol dir schnell den anderen. Ja, mach ich. So, ich habe noch einen. So, ich bin jetzt gleich wieder beim nächsten Heli. So, und ich habe meine letzte Flaracht abgeliefert. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, wie ich dir helfen kann. Wahrscheinlich kann ich dir gar nicht helfen. Allerhöchstens, was du machen kannst, ist halt mit dem Helikopter einfach nur da in der Stadt mal rumfliegen und gucken, was Sache ist. Ja, das kann ich machen. Klar, kein Problem. Und nicht, dass dann da irgendeiner ankommt und dann habe ich ein Problem. Wir haben auf jeden Fall zwei andere Spieler noch einen Heli. Aber kein Bewaffneter, oder? Einer ja. Oh. Das ist aber der gleiche wie vorhin, der uns auch nicht angegriffen hat, wo wir die Ware ins Lager gebracht haben. Okay. So, ich stehe oben beim Weinboothügel und warte, bis ich dich sehe, dass du näher kommst. Jo. Ich steige jetzt mit dem Helikopter nach oben. Hilf, die gefälschten Waren zum Übergabeort zu bringen. Oh, da ist ein fliegendes Auto. Oh shit. Wo ist es? Aber, oh doch, da ist es. Es fliegt aber Richtung Stadt einfach nur, ohne irgendwas zu machen. Toll, ich muss alles wieder in der Stadt verteilen. Oh, oh, ja, es visiert mich an, das Dingsauto. Es hat einen schon gekillt. Nein! Mich hat schon einmal getroffen. Echt jetzt? Ja, ja. Keine Chance. Ja, kaputt. Oh, kaputt. Ich bin tot. Ich hab's gehört. Der wird dich auch angreifen. Dann kannst du ausgehen. Ja. Wo ist er? Ist er hier irgendwo? Schiss. Was? Schei, schüchtern. Feige. So, das meinst du. Ich will den halt mit Denkraketen abballern. Ich weiß nicht, wie viele ich brauchen werde,
Aber ich will zwei. Seine. Ja, einmal habe ich ihn schon getroffen. Ich will halt seine Aufmerksamkeit, ne? Mhm. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist nicht in meiner Nähe. Dann ist gut. Einfach nur ein bisschen noch die Augen aufhalten. Du bist scheiße geflogen. Wie ich finde. Weiß. Ja, ich weiß. Ich hätte als erstes da den oben noch machen können. Ich hätte oben links angefangen. Ja, dann wäre ich aber direkt über ihn drüber geflogen. Und über den anderen Helikopter. Er war ja bei mir. Ja. Ja, er fliegt genau auf dich zu mit seinem Fliegen. Nee, jetzt dreht er ab. Er beschäftigt sich gerade mit irgendwem, der in der Stadt ist. Also fliege ich außen rum. Erst rechts oben. Nimm erst rechts oben den. Nicht links. Direkt vor dir den? Ja. Gut. Wenn der Typ dich abballern will, fliegt er dir hinterher. Ja. Aber mach einen Bogen. Toll. Hm? Was sagst du mir jetzt? Wenn du jetzt geradeaus drüber fliegst, fliegst du genau. Du fliegst genau auf den zu. Da ist er, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich kann ihn aber nicht anvisieren. Gut. Genau, fliegt einen leichten Bogen hier rüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So ist es gut. Oh, ich hab grad dich anvisiert. Alter. Das wäre jetzt schief gelaufen dann. Mhm. Wo ist er? Also mich verfolgt er auf jeden Fall nicht. Oh, fliegendes Motorrad bei dir. Echt? Ja, genau bei dem Punkt, wo du hin willst. Oh, vor mir. Ja. Ja, er bremst ab. Er bremst ab. Nee, doch nicht. Er fliegt weiter. Nee, er fliegt einfach weiter. Ja, los. Noch ein Punkt. Den letzten. Da ist niemand. Da ist alles frei. Alles frei. Keine Sau ist da. Und das Motorrad fliegt weiter. Und das fliegende Auto erwischt dich nicht mehr. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Geil. Da hat sich eine Sache mal richtig gelohnt bei uns, wa? Mhm. Mich konnte er ruhig abschießen. Ich hatte eh keinen Waren mehr bei mir. Ja. Saugeil. 97.000 dadurch gekriegt, weil so viele Spieler auf dem Server sind. Ich hab 14.388. Oh, ich habe 97.000. Ja gut, du bist ja auch nur Angestellter, ne? Ist wie bei mir Basic Hero Surf. Ja. Rang erhöht, Vermittler. So. Eine Mission können wir noch machen, ja, oder? Klar. Ja, klar. Aber soll ich dich holen? Nee. Brauchst du nicht. Gut. Wo treffen wir uns? Wieder Dokumentenfälscherei? Nein, diesmal bei... bei dem Clubhaus. Okay, leg ich hin. Ich habe jetzt einfach mal die Videos von uns mal durchgeguckt, ne, die wir bisher produziert haben. Ja. Und ich habe das Video gesehen, wo wir mit dem, war das mit dem Flugzeug abgeliefert haben? Ja. Wo ich dann so eine Kurve geflogen bin und leicht was geschrappt habe, wo wir verfolgt wurden. Ja. Da habe ich so einen ganz kurzen Moment überlebt. Da habe ich echt gedacht, ich hätte ganz, so einen ganz kurzen Moment habe ich gedacht, Alter, ich habe Skill. Und dann habe ich mir gedacht, so Alter, echt, lass es sein.
Aua. Bin gerade an mein Mikro gekommen. Ich hab mal unser Clubhaus ein bisschen verschönert. Wie verschönert? Guck's dir gleich an, wenn du da bist. Hast du was ein... Nein, 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 nein. Ich hab nur eine Verschönerung mitgebracht. So. Guns for Hire. Okay. Guns for Hire. Wollen wir mal schauen, ne? I know you all got bored of that damsel in distress shit, but chicks actually need a hand sometimes. The ladies at the Unicorn ripped off the Lost one time too many, and so. Now they paying for protection from these motherfuckers. Go handle it. Das ist nur ein Punkt. Nee, wir müssen ja nur dahin fahren, ne? Dann die Limousinen wahrscheinlich fahren. Ah. Gut. Bei dem Auftrag werden zwei Fahrer gebraucht. Diese Mitglieder können das auf dem... Damit sie ihre eigenen Maschinen nicht am Abholort lassen müssen. Aha. Oh shit, was mache ich denn da? Das ist echt unkontrollierbar. Sobald du von irgendwo runterspringst, dann dreht sich das Auto in irgendeine Richtung, ey. So. Ach du Scheiß, ey. Trecker, ey. Ja, normal, in der Realität würde kein einziger Treckerfahrer, wenn er sieht, dass sein Auto kommt, so rausziehen. Aber hier, GTA, ey, Junge. Echt. GTA, wie es lebt und lebt. Einfach nur geil. Wo fahren wir denn hin, ey? Irgendwo hier unten. Was genau da sein soll, Schickimicki-Tussis oder sowas wahrscheinlich. Ja, ja. Sauftour. Weiß ich nicht. Oh, da müssen wir bestimmt am Ende wieder das verteidigen. Ja. Und dann... oder beschützen, nennen die das vielleicht sogar. Läuft die Zeit wieder runter und es passiert nichts. Ach, das ist beim Golfclub, wa? Ja. Nee. Ups, Richmond shit. Hotel. Ach, wir müssen da wieder zusammenbleiben, ne? Ich nehme die schwarze. Okay. Ja, wir müssen wieder zusammenbleiben. Bring die Limousinen zum Scriptclub. Ah, wir sind hier in der Stadt. Das könnte unter Umständen. Oh, hier sind so ein paar. Ups. Shit.
Schießt du auch? Nö. Gut. Oh oh. Hat der auf uns geschossen, oder was? Scheinbar. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf die Autobahn. Der verfolgt uns, der Typ. Oder? Doch nicht. Warte. Bleib stehen. Weiter. Oder wurdest du aufgehalten, oder was? Ja, ich hab einen Typen. Warte. Alles klar. Bin tot. Mission vorbei. Naja, gut, Leute. Die Mission ist vorbei. Es tut uns leid, dass es leider so enden musste. Aber ja. War ja klar, dass das passiert, weil... Hinten die Bots haben, glaube ich, von draußen auf ihn geschossen. Der dachte, dass wir auf ihn geschossen haben und hat uns gekillt. Naja, kann man nicht ändern. Ist halt so. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Ciao. Ciao.